Einen schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Christoph Leichtbeiß und ich darf Sie sehr herzlich zum ersten Kapitalmarktdialog im neuen Jahr 2017 begrüßen. Im Nachgang werden Sie selbstverständlich wieder die Konserve erhalten, sodass Sie die relevanten Stellen noch einmal in Ruhe nachvollziehen können. Sofern Sie Fragen haben, stellen Sie die bitte über die Fragenfunktion. Ich gehe dann gerne direkt darauf ein oder auch gerne im Nachgang, aber das Ziel ist natürlich wie jedes Mal, dass wir vollständig auf Ihre Fragen hier auch entsprechend eingehen können. Grundsätzlich wird die Dauer so ja 30 bis 35 Minuten betragen. Das natürlich auch davon abhängig, inwieweit Sie sich auch mit Fragen einbringen. Also von daher sind wir da relativ flexibel, aber ich möchte Sie natürlich auch nicht über Gebühr strapazieren mit diesem Thema am heutigen Abend. Wir steigen auch direkt in das Thema ein und wir beginnen mit dem Grundsätzlichen, was meines Erachtens ein wichtiges Thema ist. Wir sind nach wie vor in der Situation, dass wir eine Schuldenkrise haben. Es gab sehr, sehr viele Bücher zu diesem Thema, die erklären und erläutern, warum wir zu dieser Situation gekommen sind. Die meisten von Ihnen haben das daran festgestellt, dass wir eine sehr niedrige Verzinsung auf Tages- und Festgeldkonten haben. Die Banken haben entsprechende Probleme, eine Zinsmarge am Kapitalmarkt zu generieren. Und wenn hier keine Zinsmargen mehr generiert werden können, dann müssen Banken entsprechend neue Gebühren einführen, respektive Dienstleistungen, die man bisher quersubventioniert hat, eben über höhere Gebühren hier nun generieren. Also keine Verzinsung für Bankeinlagen bis hin zu Verwahrgebühren für größere Firmenkunden, aber auch vereinzelt eben für private Anleger. Im nächsten Schritt sehen wir natürlich das Risiko eines Anlagenotstandes und der Gefahr von Vermögenspreisblasen. Ein grundsätzlicher Leitsatz der Betriebswirtschaftslehre lautet ja, dass der Zins ein sehr wichtiger Preis mit Lenkungsfunktion in der Volkswirtschaft darstellt. Und wenn eben der Preis des Geldes zu niedrig ist, dann kommt es zu Fehlallokationen vom Kapital, was hochgestochen formuliert nichts anderes ist als finanzielle Fehlentscheidung. Und klar, diese niedrigen Renditen, die führen natürlich auch zu einem Handlungszwang, insbesondere in einer Situation, wo wir auch feststellen, dass die Inflationsrate, wie sie auch kommuniziert wird, nun entsprechend steigt. Wenn wir niedrige Renditen bei defensiven Vermögensklassen wie Staatsanleihen, Pfandbriefe und Unternehmensanleihen haben, dann müssen natürlich all diejenigen, die sehr stark in diese Vermögensklassen investieren, Probleme bekommen. Und das sind typischerweise Kapitalsammelstellen, das sind Versicherungen, das sind Versorgungswerke der Freiberufler, also der Steuerberater, Rechtsanwälte und Mediziner. Wir sehen, dass auch die Verpflichtungen auf den Bilanzen der DAX-Unternehmen natürlich in diesen Niedrigzinsphasen höhere Lasten abwerfen, was natürlich perspektivisch aus dem Operating Cashflow bedient werden muss. Und was Sie heute als Unternehmen verwenden, um alte Zusagen zu finanzieren, das können Sie eben nicht als Dividende an die Aktionäre ausschütten. Dementsprechend sehen wir hier auch verschiedene Verteilungsprobleme, also nicht nur zwischen den verschiedenen Generationen oder zwischen verschiedenen Ländern innerhalb der Eurozone, sondern eben auch hier zwischen Aktionären und beispielsweise eben auch den aktuellen respektive zukünftigen Betriebsrentnern. Und auch das muss man sagen, aufgrund der Zinspolitik der Europäischen Zentralbank sollten Sie kurzfristig nicht davon ausgehen, dass sich die Probleme in Luft auflösen. Und selbst wenn wir vielleicht in 2, 3 Jahren ein aus heutiger Sicht abstrus hohes Zinsniveau von 3 oder 4% haben sollten, selbst dann wird sich diese Dauer der anhaltenden Niedrigzinsphase doch sehr, sehr negativ auswirken. Also das wird nicht ohne Folgen bleiben. Irgendwann werden wir das Thema demografische Entwicklung diskutieren, die nicht finanzierbaren Rentenansprüche. Auch das wird nochmal ein Thema werden. Dementsprechend können wir, glaube ich, eher von der persönlichen Guthabenkrise und weniger von der globalen Schuldenkrise sprechen. Also das soweit zur sympathischen Einführung, damit jeder von uns weiß, wo wir stehen und damit wir vor allem auch das Spätere noch in einen sinnvollen Kontext einordnen können. Ich habe Ihnen im Nachgang mal die wesentlichen Kennzahlen für das Jahr 2016 mitgebracht und dieses mit entsprechenden Implikationen für die Zukunft angereichert, sodass wir hier die wesentlichen Vermögensklassen und auch die Konsequenzen für private Anleger hier durchaus mal betrachten können. Wir sehen zunächst die Entwicklung von ausgewählten Aktienmärkten. Aktien ja der liquideste Sachwert der Welt. In Deutschland leider Gottes nicht besonders populär, wenn man sich die Vermögensstrukturen von privaten Haushalten anschaut. Da spielen Aktien oder auch Aktienfonds eine relativ geringe Rolle. Und wenn wir hier mal die Entwicklung uns
uns anschauen im Kalenderjahr 2016, dann sehen Sie, okay, in der lokalen Währung Brasilien sehr, sehr starke Entwicklung, 39%, aber da gab es auch vorher große Probleme. Auf zweiter Stelle sehen Sie hier den FTSE 100, also die Aktien aus Großbritannien mit 19%. Man könnte hier schon fast sagen, naja, das ist das alte Spielchen. Die Währung ist schwach, die Aktienmärkte gehen nach oben. Auch das haben wir schon mal in Japan sehr deutlich gesehen. Aber auch hier warne ich davor, davon einen Automatismus für die Zukunft anzusetzen. Das muss nicht immer so sein, dass eine schwache Währung den Aktienmarkt stark nach oben bringt. Das wäre vielleicht auch doch etwas zu einfach. Auch die USA, der Dow Jones mit rund 30 Werten und einer ja, etwas abstrusen Index-Gewichtungslogik hier mit einem starken Plus, wenn wir auch die Dividenden einrechnen. Der S&P 500, doch ein breiterer Indiz, der besser berechnet wird mit einem Aufschlag von 12%. Dann sehen Sie Europa, der CAC 40 Frankreich 8,9%, aber auch das, wo wir in Deutschland ja gerne draufschauen als Gradmesser für den Kapitalmarkt, obwohl der deutsche Aktienmarkt ja lächerliche 3% der globalen Marktkapitalisierung einnimmt. Auch da sehen wir inklusive Einrichtung der Dividenden rund 7% Performance. Aber auch das sollten wir uns natürlich klar machen. Diese Entwicklung war dann möglich, wenn Sie vom 01.01. bis zum 31.12. dementsprechend investiert waren. Und wenn Sie sich an das vergangene Jahr zurückerinnern, wir hatten sehr, sehr große Diskussionen und Ängste um die Implosion der chinesischen Wirtschaft. Wir hatten dann das Thema Brexit, was ja auch sehr medienwirksam direkt am Morgen nach der Wahl oder nach der Entscheidung, nach dem Referendum kommuniziert wurde. Da hieß es dann über den Tickern, deutscher Aktienmarkt minus 8% vorbörslich, europäische Aktien minus 10%. Und das auch die Schlagzeilen, die dann natürlich im Laufe des Tages aufgegriffen werden. Wenn Sie ein globales Kapitalmarktportfolio halten, was sagen wir 50% Aktien und 50% Anleihen enthalten hat, dann haben Sie an dem Tag eine Bewegung gesehen, die lag irgendwo bei 1,5%, also nicht der Rede wert. Und das glaube ich auch ein großes Problem, was wir heute haben, dass wir sehr, sehr stark auch fokussiert auf einzelne Vermögenswerte blicken. In Deutschland eben der DAX 30, was ein relativ giftiger Index auch ist, das hier auch genutzt wird, um im Endeffekt die Schlagzeilen natürlich pointiert zu formulieren. Aber der globale Aktienmarkt oder auch der globale Kapitalmarkt, der viel, viel heterogener ist, der ein großes Potenzial bietet, sein Vermögen sinnvoll zu diversifizieren, also Risikostreuung vorzunehmen. Wenn man sich das anschaut, die Verläufe da doch etwas ruhiger, aber leider Gottes das nicht so schlagzeilenträchtig, dementsprechend sieht man da wenig dazu. Aber Sie sehen schon, insgesamt, es war kein schlechtes Jahr den globalen Aktienmärkten. Das einzige Problem war, Sie mussten eben investiert bleiben. Sie durften sich nicht im Januar, Februar, wie viele institutionelle Anleger, aus dem Markt schießen lassen, weil Risikobudgets gerissen wurden. Sie durften sich nicht vor dem Brexit, respektive auch nach dem Brexit, dazu verleiten lassen, ihre Risikopositionen abzubauen. Und sie durften vor allem auch nicht im Vorfeld der Wahl zum US-amerikanischen Präsidenten, die dann ja Donald Trump für sich überraschend entschieden hat, nochmal dazu verleiten lassen, hier ihre Aktienpositionen abzubauen. Also Sie sehen schon relativ viele Wenns. Und wenn Sie diese Wenns eben alle gemeistert haben, dann konnten Sie mit einem diversifizierten Aktienportfolio im Jahr 2016 durchaus vernünftigen Ertrag generieren. Aber es war mit Sicherheit nicht einfach, hier die Schwankungen auch durchzustehen. Also von daher, Schmerzensgeld trifft es, glaube ich, relativ gut. Eines der Top-Themen im vergangenen Jahr war aber mit Sicherheit die sogenannte Sektorrotation, die Sie verfolgen konnten, so zumindest der Begriff, den die Fachleute verwenden. Grundsätzlich soll das hier nichts anderes ausdrücken, als dass Sie grundsätzlich zwei Investmentstile haben. Das eine, das ist Growth, also Wachstum. Das andere, das ist Value, also substanzorientiert. Und wir haben lange Zeiten gesehen, dass eben Wachstumstitel waren eben deutlich stärker als Value. Und dementsprechend waren auch viele Fondsmanager natürlich auf diesem Thema positioniert. Wir sehen auch natürlich, dass marktkapitalisierungsgewichtete Indizes dieser Entwicklung hinterherlaufen, weil diese Marktkapitalisierung bedeutet ja nichts anderes, als dass Aktien, die eine höhere Marktkapitalisierung haben, also eben stärker gestiegen sind, dass die auch im Index sukzessive stärker gewichtet werden. Und diese Rotation dann eben hin zu diesem substanzorientierten Ansatz, da hat es doch bei einigen aktiven Fondsmanagern und Vermögensverwaltern ordentlich Probleme gegeben. Wir haben das auch bei marktneutralen Fonds, sogenannten Long-Short-Fonds gesehen, die hier auf eine Fortsetzung des Trends gesetzt haben.
dass es hier wirklich teilweise 10, 15, 20% ins Minus ging, weil eben hier diese Trends gebrochen sind. Und ich habe Ihnen das hier im oberen Chart, also hier, da sehen Sie das sehr schön, da sehen Sie eben in Blau, in diesem dunkleren Blau, da sehen Sie das Thema Value und in diesem helleren Blau, da sehen Sie eben dieses Growth-Wachstumsthema und Sie sehen, wie dann diese Schere hier stärker auseinander geht. Und die Kernfrage, die auch momentan sehr stark diskutiert wird am Markt, die ist natürlich, wird diese Schere weiter auseinandergehen? Also sehen wir eine sogenannte Rückkehr der Substanz, die eigentlich seit der Finanzkrise mit ja, sich immer schlechter entwickelt hat als das Wachstumssegment, oder sehen wir die Schere wieder zusammenlaufen? Im unteren Bild habe ich Ihnen das mal mitgebracht, um auch hier die Brücke zu schlagen zu einem wichtigen Thema, eben dem Zinsthema, vor allem natürlich in den USA. Und was Sie hier sehen in der orangenen Linie, das ist das Verhältnis von diesen Substanztiteln, also Value, zu den Wachstumstiteln. Und da sehen wir, dass wenn die Kurve nach oben geht, dann sehen wir, dann läuft eben Substanz besser als Wachstum. Also nichts anderes, als was diese im oberen Chart auseinandergehende Schere auch symbolisiert. Aber Sie sehen auf der rechten Skala in diesem Pink, da sehen Sie auch ausgedrückt die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen. Und Sie sehen das mit diesem Renditeanstieg im vergangenen Jahr. Da hat sich auch das bewahrheitet, dass eben Substanz besser gelaufen ist als eben Wachstum. Und Sie sehen, es läuft eben schön mit eben diesem Thema steigenden Renditen nach oben. Also das war und ist eines der Top-Themen. Und Sie werden jetzt auch in den Ranglisten der Fonds feststellen, dass tendenziell Investmentfonds, die eher auf das Thema Value gesetzt haben, die werden in den Ranglisten, die Sie jetzt im ersten Quartal 2017 für das Jahr 2016 sehen, werden Sie häufig feststellen, dass Fonds mit einem sogenannten Value Bias hier stärker eben positioniert sind. Also auch hier muss man immer eben mal genau reinschauen. Hat der Manager hier jetzt ein gutes Händchen gehabt oder ist es nicht grundsätzlich ein Value, ein substanzorientierter Ansatz und man hatte nun eben Rückenwind? Hier die Frage, kann es sein, dass die Legende vertauscht ist? Nein, die Legende ist nicht vertauscht. Also sehen im Dunkelblau sehen wir hier Value, wir sehen im Hellblau sehen wir Growth und unten sehen wir das Ratio, also die relative Betrachtungsweise, die eben, wie gesagt, parallel zu den steigenden Renditen für die 10-jährigen US-Staatsanleihen läuft. Und dementsprechend auch die Auswirkungen von weiteren Steigerungen auf der Seite der US-Zinsen, das würde wahrscheinlich Value begünstigen. Und da eben eine große Verunsicherung bezüglich der weiteren Zinsentwicklung ist, haben wir eben auch diese Verunsicherung bezüglich des besten oder ja, zu wählenden Investmentstils in den Aktienmarkt. Auch grundsätzlich der Blick auf die globalen Sektoren meines Erachtens immer sehr interessant, weil der Aktienmarkt ist doch deutlich heterogener, als es eine Indexzahl, die eben durch den DAX dargestellt wird oder durch den MSCI World oder ein S&P 500 symbolisiert wird. Da sehen Sie eben mal die verschiedenen Sektoren vom 01.01. des vergangenen Jahres bis heute, also die Betrachtung etwas erweitert über das Kalenderjahr hinaus. Und da sehen Sie eben schon, okay, Basic Materials, Grundstoffe, das war eben der stärkste Sektor, wenn wir den betrachten, der schwächste Sektor hier unten, dann sehen wir das Thema Healthcare, also Gesundheit. Und das eben genau auch ein Aspekt, den ich ja eben angesprochen habe. Gesundheit ist die letzten Jahre sehr, sehr gut gelaufen. Also haben viele darauf gesetzt, dass es eben weiterläuft. Also haben vielleicht parallel darauf gesetzt, dass Gesundheit im Preis weiter steigt, aber gleichzeitig die zyklischen Sektoren, wie zum Beispiel Grundstoffe, weiter im Preis fallen. Und da sich diese Entwicklung eben ja stark umgekehrt hat in der angesprochenen Sektorrotation, kam es eben in vielen Fällen eben auch zu diesen Verlusten, die man bei verschiedenen Managementansätzen hier gesehen hat. Aber wir sehen im Endeffekt grundsätzlich auch, der Großteil der Sektoren ist hier eben entsprechend im Plus, was ja auch durch die Indexentwicklung entsprechend dargestellt wird. Aber das soll Ihnen auch vor allem nochmal deutlich machen, dass auch die ganzen Diskussionen, die wir aktuell haben, über die Maßnahmen, die Präsident Donald Trump vornehmen könnte oder welche er vielleicht auch auslassen würde, das könnte dafür sprechen, dass man sagen würde, es zahlt sich wieder aus, auf einzelne Sektoren, auf einzelne Regionen, auf einzelne Branchen zu setzen, weil die gegebenenfalls von einer angepassten Wirtschaftspolitik profitieren könnten.
Auf der anderen Seite muss man sagen, dass diese Verunsicherung natürlich dazu führt, dass sie ein größeres Timing-Risiko haben, was wiederum dafür sprechen würde, eher sich auf der Indexebene aufzuhalten, also eine relativ breite Sektorstreuung einzunehmen, die sich eben an der Sektorstreuung orientiert, die sie momentan über die marktkapitalisierungsgewichteten Indizes bekommen. Also das ist eine Entscheidung, die durchaus zu treffen ist, meines Erachtens häufig. Die sinnvolle Kombination hier in der Mitte, eben einen langfristigen strategischen Ansatz zu fahren, der das so kombiniert, dass sie wirklich den Kapitalmarkt insgesamt repräsentativ abbilden über die verschiedenen Regionen, Branche und auch Investmentstile. Aber auf der anderen Seite vielleicht im Bereich, wo sie auf einen kürzeren Zeitraum denken, auch hier vielleicht mal zu überlegen, okay, von den möglichen Implikationen, die wir aufgrund der Notenbanken und auch der politischen Einflüsse sehen, sich hier vielleicht ein bisschen aktiver zu positionieren. Also am Ende des Tages liegt die Wahrheit in der Mitte und die historischen Studien und Statistiken zeigen ja in vielen Fällen auch, es kommt gar nicht so sehr darauf an, dass Sie, sofern Sie eine ausgewogene Anlagestrategie wählen, dass Sie die beste Anlagestrategie finden, sondern dass Sie die Strategie auch durchhalten. Das klingt natürlich ein bisschen langweilig, damit können Sie nicht die Titelblätter von Investment-Zeitungen, Magazinen füllen, aber in vielen Fällen zeigen eben die Statistiken, dass es doch die bessere Wahl ist. Grundsätzlich haben wir auch gesehen, dass die Volatilität, also die auch erwartete Schwankungsbreite am Aktienmarkt in der Vergangenheit, in den letzten Monaten, ein gutes Stück zurückgekommen ist. Also wir sehen es auch mal hier im Zeitablauf, wie gesagt, einmal für den VDAX. Einmal für den VIX, wo wir eben die eingepreiste Volatilität der Marktteilnehmer hier sehen. Und Sie sehen, wie gesagt, eben diese Anstiege zu Beginn des Jahres, also war ein relativ hässlicher Jahresanfang 2016. Danach hat es sich wieder schön beruhigt. Dann sehen wir all diesen massiven Anstieg natürlich, der sich in Deutschland stärker ausgewirkt hat als natürlich am US-amerikanischen Aktienmarkt, weil der ist ohnehin breiter diversifiziert und natürlich nicht ganz so stark von einem Brexit tangiert wie vielleicht ein exportorientierter DAX 30. Und dann sehen wir nochmal hier die Wahl um die US-Präsidentschaft. Da sehen Sie auch nochmal einen Volatilitätsanstieg dann hier im Herbst, Winter. Und seitdem sehen Sie, sind die Volatilitäten wirklich implodiert. Das heißt, wir sehen in beiden Fällen, sowohl für den VIX als auch für den VDAX, sehen wir momentan eingepreiste Volatilitäten, die doch deutlich unter dem Durchschnitt liegen, den ich Ihnen hier jeweils mal mit der durchgezogenen Linie hier auch entsprechend eingezeichnet habe. Welche Konsequenzen sind aus dieser Situation zu ziehen? Zum einen muss man festhalten, das Jahr 2016 war, wenn man das reine Verhalten der Kapitalmärkte betrachtet, kein wirklich besonderes Jahr. Wir hatten Volatilitätsspitzen, diese haben sich wieder eingependelt. Wir hatten maximale Verluste vom Hoch zum Tief, die jetzt auch nicht wirklich spektakulär waren. Die fielen halt einfach emotional unglücklich, eben sehr früh im Jahr an. Aber grundsätzlich, wenn man mal die Statistik bemüht, muss man sagen, so spektakulär war 2016 nicht. Wir sehen vielleicht eher das typische Anlegerverhalten, was man immer sieht. Also sprich, wenn die Kurse steigen, dann messen wir die Risiken etwas geringer. Wenn die Kurse fallen, dann messen wir den Risiken eine größere politische Bedeutung bei. Aber alles in allem, das Jahr 2016 war von den harten statistischen Kennzahlen kein besonderes Jahr hier am globalen Aktienmarkt. Aus diesen dargestellten Volatilitäten, aus den Schwankungsbreiten, zumindest mal zwei Schlüsse zu ziehen für uns als Anleger. Zum einen, wenn man Wertpapierportfolios gegen Kursverluste absichern möchte, dann ist es grundsätzlich besser, wenn die eingepreisten Volatilitäten niedrig sind, weil wenn die Marktteilnehmer davon ausgehen, dass das Umfeld eher ruhig bleibt, dann sind die Versicherungsprämien niedriger und niedrigere Versicherungsprämien führen eben ceteris paribus zu geringeren Absicherungsprämien. Also, wer sein Portfolio absichern möchte, für den sind diese niedrigen Volatilitäten positiv, wobei man auch sagen muss, konkret werden Sie Ihr Portfolio nicht nur für 30 Tage absichern, sondern typischerweise wählen Sie längere Zeiträume, irgendwo zwischen 6 und 12 Monaten. Und dort muss man sich wirklich mal die sogenannte Terminkurve der Volatilität anschauen, um hier einen intelligenten Horizont zu finden, auf dem man sein Portfolio wirklich absichern möchte. Die zweite Implikation ist, dass sofern Sie strukturierte Produkte wie Discount-Zertifikate, Bonus-Zertifikate oder auch Aktienanleihen einsetzen möchten, also Profile, die vom Risikoprofil irgendwo zwischen Anleihen und Aktien liegen. Auch hier muss man ganz klar sagen, besonders für die Indexebene gilt, dass die eingepreisten Volatilitäten hier
relevant sind für die erwartete Rendite. Und hier ist genau der umgekehrte Mechanismus relevant, wie beim Thema Absicherung. Wenn Sie strukturierte Produkte kaufen, dann verkaufen Sie Volatilität. Und wenn Sie etwas verkaufen, dann ist es natürlich besser, wenn der Preis höher ist. Das heißt, in der jetzigen Situation Produkte wie Indexanleihen, Discount-Zertifikate auf breite Aktienindizes, die eine niedrige Volatilität haben. Da haben Sie momentan ein sehr ungünstiges Chance-Risiko-Verhältnis. Hier macht es eher Sinn, so machen wir es zumindest für die Kunden, das Geld, was in diese Bereiche reinfließen soll, das hält man momentan in der Kasse, um dann agieren zu können, wenn mal wieder ein Volatilitätsanstieg kommt, weil Sie dann ein besseres Chance-Risiko-Verhältnis bekommen. Auf der anderen Seite, wenn Sie absichern möchten, wie gesagt, macht es momentan mal Sinn, sich mit diesem Thema zu beschäftigen, weil, wie Sie feststellen können, die eingepreisten Volatilitäten doch unter dem Durchschnitt, das heißt, Sie können es günstiger einkaufen. Also, wir halten fest, das war von der Statistik eigentlich ein langweiliges, normales Jahr. Wir können vielleicht darüber diskutieren, ob es etwas zu langweilig ist, was die momentane eingepreiste Volatilitäten betrifft, oder ob man im Extrem vielleicht auch sagen muss, es waren vielleicht zu viele Vorschusslorbeeren, die sich hier in der Marktentwicklung besonders bei den wachstumsorientierten Vermögensklassen abgezeichnet hat, also mit einem entsprechenden Rückschlagspotenzial. Niemand kann es Ihnen genau sagen, aber dementsprechend meine Meinung, die individuelle Perspektive macht hier Sinn, und je nachdem, ob Sie jetzt in der Phase sind, dass Sie erst Positionen aufbauen oder ob Sie, weil Sie schon 4, 5 Jahre investiert sind, im Aktienbereich momentan eine schöne Kursgewinne hier auf dem Portfolio haben, da werden Sie in Abhängigkeit Ihres Anlagehorizonts, Ihrer finanziellen Risikobereitschaft typischerweise zu unterschiedlichen Entscheidungen kommen, und dann gilt es eben auch in Abhängigkeit der hier dargestellten Faktoren zu überlegen, was macht jetzt eben hier entsprechend individuell Sinn. Was die Anleihen betrifft, das nächste große Segment hier am Kapitalmarkt, auch das haben wir Ihnen dargestellt, ein Segment, was sich hier sehr positiv entwickelt hat, Aktien, US-Hochzinsanleihen, also Anleihen mit geringerer Bonität, teilweise werden sie auch Ramschanleihen genannt, sogenannte Junkbonds. Das ist jetzt nicht ganz so liebevoll, aber Sie sehen es auch hier, 15,2% auch im Euro, um Hochzinsanleihen haben sich gut notiert. Hier sehen wir natürlich auch dieses Thema Anlagenotstand. Die Investoren klettern immer weiter die Laufzeit und auch Risikoleiter hinauf. Früher war es mal so, hat man gesagt, naja, wenn die Dividendenrendite von europäischen Aktien höher ist als die Rendite vergleichbarer Staatsanleihen, dann kann man ja eher die Aktien kaufen. Irgendwann hat man gesagt, naja, wenn die Rendite von Unternehmensanleihen guter Bonität höher ist als die Rendite, niedriger ist als die Rendite bei den Dividenden, ja, dann kann man Aktien kaufen. Heute ist es fast so, dass die Rendite von Hochzinsanleihen niedriger ist als die Dividendenrendite am breiten europäischen Aktienmarkt. Also wirklich eine sehr, sehr verrückte Welt. Dieser angesprochene Anlagenotstand, der ist doch sehr deutlich erkennbar. Und da muss man, glaube ich, als Anleger auch ehrlich zu sich selbst sein und hinterfragen, inwieweit man auch mit den entsprechenden Risiken, die natürlich in allen Vermögensklassen steckt, die einen Renditeaufschlag bieten, inwieweit man diese Risiken auch wirklich nachvollziehen kann und ob auch die eigene Portfoliostruktur das so reflektiert, wie es der persönlichen Meinung entspricht. Ansonsten deutsche Staatsanleihen auch, da war noch eine schöne Rallye zum Schluss, auch ein schönes Plus, europäische Unternehmensanleihen in Euro gerechnet 4,8%. Insgesamt der globale Anleihemarkt, wenn Sie die Währung rausgehedged haben gegenüber dem US-Dollar, 2,2% Rendite. Das nicht wirklich spektakulär, aber Sie sehen schon, wenn man das verknüpft, globaler Aktienmarkt plus globaler Anleihemarkt, dann kommen Sie schon auf eine ganz vernünftige Rendite, und zwar mit einem Risikoprofil, was natürlich nicht so spannend ist, wie es ein DAX bietet, aber die meisten Anleger bringen auch nicht die Risikobereitschaft mit, derart fokussiert in den Aktienmarkt zu investieren, wie es ein reines DAX-Investment implizieren würde. Insgesamt muss man auch festhalten, überwiegend positive Renditen am Anleihemarkt in der Betrachtung auf das gesamte Kalenderjahr. Und dann muss man sich ganz klar fragen, ja, ist es wieder überraschend gut oder ist es noch überraschend gut? Weil natürlich das Umfeld und die Luft für die Anleihen vermeintlich immer dünner wird. Man kann sich vorstellen, dass die Notenbanken vielleicht etwas weniger tun. Natürlich, die USA ist dort der Vorreiter. Europa wird sich aber irgendwann auch überlegen müssen, was man tut in der Eurozone. Dazu aber gleich noch mehr.
Dazu vielleicht eine Stabilisierung auf der wirtschaftlichen Ebene, die dazu führt, dass das Anlegerinteresse sich vielleicht eher in den Aktienmarkt wandelt. Also das ist so eine Frage, die schwer zu entscheiden ist. De facto Anleihen gehören in jedes Portfolio, da sie Ihnen die Möglichkeit bieten, Ihr Anlagerisiko auch sehr schön zu diversifizieren, weil der Anleihemarkt ist so sehr heterogen. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, man sollte sich jetzt nicht von den Vergangenheitsrenditen blenden lassen. Die sind mathematisch schwer zu wiederholen. Nicht ganz unwichtig natürlich auch Währung und Rohstoffe. Klar, Öl ist natürlich sehr bekannt. Sie sehen es, 52%, aber auch die Edelmetalle. Gold zwischenzeitlich mal im Kalenderjahr mehr als 20% im Plus. Hat das Jahr mit der rund 9% verändert auf US-Dollar gerechnet. Der Euro, der ist zwar gegenüber dem US-Dollar schwächer geworden, das sehen Sie hier, minus 2,9%, aber wenn Sie das Ganze mal handelsgewichtet tun, dann hat der Dollar handelsgewichtet, sorry, der Euro handelsgewichtet sogar aufgewertet. Also, wenn Sie auf Währungsentwicklungen schauen, dann schauen Sie bitte nicht einfach nur immer auf Euro-Dollar. Volkswirtschaftlich gesehen, auch für die exportorientierten Unternehmen, auch für die Importe in die Eurozone, da sind die handelsgewichteten Entwicklung doch besser. Deswegen der Euro-Index ist hier ein ganz guter Indikator. Also das glaube ich auch mal ganz interessant. Soweit zum Rückblick und den Kurzimplikationen für die Vermögensklassen. Themen für den Investment-Stammtisch. Was wird denn so diskutiert? Soll gar nicht despektierlich klingen, aber das große Thema ist natürlich die Inflation. Sie wissen, die Inflation ist in Deutschland gestiegen. Wir hatten hier einen Anstieg von, ich glaube, 0,8% auf rund 1,7%. Das wird natürlich entsprechend hier in den Medien auch kommuniziert. Sie haben ein sehr breites Echo. Und was ich Ihnen hier mal mitgebracht habe, das sind die Inflationserwartungen für ja, drei Währungsräume, die Eurozone, die USA und Großbritannien. Links sehen Sie die aus Kapitalmarktpreisen abgeleitete Inflationserwartung für 2 Jahre. Rechts sehen Sie das entsprechend für 5 Jahre. Wir sehen die Höchsterwartung in Rot bei Großbritannien. Klar, hier natürlich auch das schwache Pfund und die Erhöhung der Importpreise. Das ist natürlich ein ganz wesentlicher Faktor. Aber wir sehen es auch sowohl für die USA als auch für die Eurozone. Es scheint so, dass wir im Jahr 2016 irgendwie so diesen Punkt gefunden haben, wo die Inflation ihren Boden gefunden hat. Und von diesem Level steigt sie eben entsprechend an. Und wenn Sie sich an unseren letzten Kapitalmarktausblick erinnern, im Jahr 2015, also mehr als ein Jahr vorbei, da war ja meine Fragestellung, was ist denn, wenn alle Anleger darauf setzen, dass wir eine schwache Wirtschaft haben und weil die Wirtschaft schwach ist, bleiben die Zinsen niedrig und bei niedrigen Zinsen haben wir auch eine niedrige Inflation. Was ist, wenn das, was wir alle aus den aktuellen Daten rauslesen, die Mainstream-Meinung ist, die dann überrascht wird und ja, Sie sehen, es hat sich auch so ein bisschen bewahrheitet. Wir haben gesehen, die Wachstumserwartungen sind besser reingekommen als erwartet. Aktuell auch die OECD-Frühindikatoren ganz vernünftig. Wir sehen, dass die Inflationsraten hier sich entsprechend anpassen. Und nun bleibt abzuwarten, ob das alles nur Hoffnung ist auf neue fiskalpolitische Maßnahmen oder ob wir hier doch wirklich auch mal eine nachhaltige strukturelle Thematik sehen. Also, wir werden es abwarten müssen. Heißt aber auch ganz klar, wenn wir auf der Inflationsseite Überraschungen sehen nach oben, dann ist das natürlich nachteilig für all diejenigen, die eben hier in Anleihen positioniert sind. Oder auch viele Anleger sind ja nach wie vor im Cash, warten auf einen Crash am Aktienmarkt oder warten darauf, dass ich weiß nicht genau, was passiert. Also auch die Liquiditätsquoten ja in Deutschland sehr, sehr hoch. Im privaten Geldvermögen rund 40% liegen auf nahezu unverzinsten Konten und Einlagen. Und die leiden natürlich eins zu eins darunter, wenn die Inflation steigt. Also von daher, der Handlungsdruck, der wird da mit Sicherheit zunehmen und durch diesen steigenden Handlungsdruck steigt das Risiko finanzieller Fehlentscheidungen. Auf der anderen Seite muss man sich auch mal fragen, wen enteignet die Inflation denn eigentlich? Weil viele Leute haben überhaupt kein Vermögen und wenn sie kein Vermögen haben, dann haben sie auch kein Vermögen, wo eine Inflation drauf wirkt. Dementsprechend, auch das muss man ja immer mal in Betracht ziehen, weil es auf die politische Ebene auch abzielt. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir auch nochmal Diskussionen bekommen werden über eine Erhöhung der Abgeltungssteuer oder auch über eine Besteuerung von vermietetem Wohneigentum, weil das ja gerade auch bei den Immobilien ja letztendlich Steigerungen sind, die leistungslos sind, weil man sagt, okay, ja,
Die Immobilienpreise sind leistungslos gestiegen, weil die Zinsen niedrig sind. Dadurch sind die Preise angezogen. Jetzt kommt noch Inflationsanstieg dazu, der zu steigenden Mieten führt. Und da es tendenziell weniger Vermieter als Mieter gibt, wäre das doch ein ganz gutes Thema, hier auch nochmal an der Schraube zu drehen und beispielsweise auch die steuerfreien Veräußerungserlöse nach 10 Jahren abzuschaffen. Also warten wir es mal ab. Thema Bundestagswahl steht ja in diesem Jahr auch an, aber ich glaube, das ist ein Punkt, was nochmal gesellschaftlich zu Diskussionen führen wird. Weil auch das muss ganz klar sein, Sie sehen es hier dargestellt, in der längerfristigen Betrachtung, die Renditen jeweils mal für 2-jährige Bundesanleihen in blau dargestellt und für 10-jährige jeweils reduziert um die Inflation im konkreten Kalenderjahr. Und da sehen Sie, in der Historie war es oft möglich, sogar mit kurzlaufenden deutschen Staatsanleihen problemlos eine Rendite zu erzielen, die hier komfortabel über der Nulllinie liegt. Und wenn Sie jetzt sagen, naja, Bundesanleihen hatte ich doch nie, dann muss man sagen, naja gut, Sie haben das Geld auf die Bank gelegt, die Bank hat das Geld in diese Bundesanleihen investiert, hat ihre Zinsmarge herausgezogen und den Rest haben Sie gut geschrieben bekommen. Und wenn wir nun vom linken zum rechten Bildrand gehen, dann sind wir eben nicht mehr positiv, dann sind wir eben negativ und damit können Sie eben auch sehr gut nachvollziehen, warum die Schlagzeilen zu den Banken, zu der Bedeutung der Zinsstrukturkurve oder auch zur Generierung von Erträgen im Bankensektor momentan so heiß geführt werden, wie es sich in der Medienlandschaft darstellt. Und das wird natürlich Folgen haben, weil Sie sehen es, wenn Sie für eine 2-jährige deutsche Bundesanleihe 0,7, 0,8% negative Rendite haben, dann noch eine Inflation von 1,7%, dann landen Sie eben jenseits der minus 2%. Und wie gesagt, wenn die Inflation jetzt mal noch 1, 2 Monate auf diesem Level bleiben wird, dann wird das mit Sicherheit auch in den großen, populären Zeitungen, teilweise auch mit wenigen Buchstaben mal so kommuniziert werden, so nach dem Motto, 2,5% Kaufkraftverlust, so reduziert sich Ihr Vermögen in 20 Jahren. Also solche Schlagzeilen wird man lesen und die werden natürlich dazu führen, dass wir hier noch einen größeren Handlungsdruck haben mit den bereits angesprochenen Gefahren. Aber auch hier, das muss man sagen, wirtschaftliche Entwicklung, eben schon mal angesprochen, OECD-Indikator, alles nicht ganz so schlecht und ein Indikator, den wir Ihnen hier regelmäßig zeigen, da er eben nicht auf Meinungen basiert, sondern hier abgleicht, was die ursprünglichen Erwartungen mal waren und diese Abgleich mit den realen Daten, also die Überraschungen misst. Und da sehen Sie, egal ob es die Eurozone betrifft, ob es die USA betrifft, China oder auch die Schwellenländer, wir sind ordentlich komfortabel von der Nulllinie entfernt. Also grundsätzlich haben wir positive wirtschaftliche Überraschungen gesehen und dementsprechend muss man sagen, dass aktuelle wirtschaftliche Umfeld, das ist jetzt weder besonders positiv, noch ist es besonders negativ. Aus der Anlegerperspektive muss man sagen, es ist neutral. Es ist nicht dazu geeignet, nun extrem neue Risiken einzugehen und euphorisch zu werden. Es ist aber auch nicht so schlecht, dass man nun von seiner strategischen Vermögensstruktur abweichen sollte. Und das soll auch der Hinweis in dieser Konferenz heute auch wieder sein. Überlegen Sie nicht ständig, was könnten neue Datenpunkte, Veränderungen oder volkswirtschaftliche Entwicklungen sein, die dazu führen, dass Sie etwas Neues kaufen. Fragen Sie sich eher, wie finden Sie zur passenden strategischen Vermögensstruktur und wie dramatisch muss etwas in der Entwicklung sein, damit Sie davon abweichen. Also drehen Sie das an dieser Stelle um und da schließt sich auch der Kreis zur Aktienmarktentwicklung im vergangenen Jahr. Wer das getan hat, der hat in vielen Fällen immer mal in sein Portfolio geschaut, wird festgestellt haben, strategisch hat sich nichts geändert und der hat dementsprechend auch die hier positiven Renditen auch verdienen können. Im Gegensatz zu denjenigen, die eben ständig hier der Nachrichtenlage hinterhergelaufen sind. Kurze Hausmeinung, wenn wir das noch sagen werden, aus meiner Perspektive, um das Ganze auch nicht zu überfrachten, die halbe Stunde ist ja leider auch schon wieder rum, meines Erachtens eines der Top-Themen im Jahr 2017 wird das Thema Inflation sein mit den Auswirkungen auf die politische Ebene. Wir haben Wahlen in verschiedenen Ländern der Europäischen Union, wir haben das Thema Bundestagswahl auch in Deutschland, wir haben auf der anderen Seite auch Wahlen in Frankreich, ich glaube in den Niederlanden auch noch. Wir haben momentan das Thema Italien, was wahrscheinlich erst 2018 wählt, aber auch wo vorgezogen, was passieren könnte. Und was Sie hier mal sehen, das ist in Rot dargestellt, dieser horizontale Strich, das ist die Inflationsrate, wie sie die Europäische Zentralbank anstrebt, also von nahe 2%. Und Sie sehen hier in Orange dargestellt die harmonisierten Verbraucherpreise.
einmal für Deutschland mit 1,7% und einmal für Italien mit 0,5%. Und wie Sie feststellen, Deutschland läuft relativ stramm auf dieses Inflationsziel zu. Italien liegt ein gutes Stück weiter zurück. Und ich glaube, dass wir durchaus im Jahr 2017 sehen können, dass wir zum Beispiel in einem Land wie Deutschland, wo wir nahezu Vollbeschäftigung haben nach offiziellen Statistiken, wo man durchaus sagen muss, dass die Wirtschaft auf einem relativ hohen Niveau brummt, wo der Finanzsektor strukturell jetzt keine großen Probleme hat, was Kredite, also faule Kredite betrifft, dass es natürlich sehr, sehr schwer wird, eine einheitliche Geldpolitik für diese heterogenen Länder zu machen. Weil, wie gesagt, in diesem direkten Vergleich Deutschland-Italien sehen wir, Italien ist auf einem Wirtschaftsleistungsniveau, was Mitte, Ende der 90er Jahre entspricht. Wir sehen sehr, sehr viele faule Kredite im Bankensystem. Wir haben das Thema Jugendarbeitslosigkeit und Arbeitslosigkeit insgesamt. Das heißt, Italien bräuchte durchaus bedeutend weniger Zinsen als Deutschland. Und da wir in Deutschland eben auch so niedrige Zinsen haben, die für uns zu niedrig sind, haben wir eben das Risiko, dass eben auch die Inflation hier in Deutschland überschießt, dass wir eben entsprechende Effekte auf den Immobilienmarkt haben und dementsprechend natürlich auch hier gewisse Risiken für die deutschen Anleger. Also ich glaube, das wird ein großer Punkt, weil bisher war man in Deutschland auch bereit, das Handeln der Europäischen Zentralbank zu tolerieren. Man hat zwar ein bisschen kritisiert, auch von der Seite der Deutschen Bundesbank, aber solange die Inflation sehr niedrig war, war das alles nicht so ein großes Problem. Dementsprechend war der Druck auch auf die Notenbank nicht ganz so groß. In dem Moment, wo wir wirklich feststellen sollten, dass die Inflationsrate in Deutschland mal nachhaltig steigt, dass wir vielleicht ein Überschießen über die 2%-Marke sehen könnten, glaube ich, werden wir wieder stärkere Diskussionen bekommen. Und das in einer Zeit, wo wir wissen, dass die Notenbank eigentlich Gewehr bei Fuß stehen muss, um die möglichen Risiken aus den politischen Querelen, aus verschiedenen Wahlergebnissen, vielleicht auch aus populistischen Tendenzen, die am Kapitalmarkt für Probleme sorgen könnten, hier aufzufangen. Also da kriegen Sie quasi, haben Sie quasi, wie soll ich sagen, Kräfte, die ja an beiden Seiten ziehen. Ne? Stellen Sie sich vor, Sie haben eine Person, die streckt beide Arme aus und auf der linken Seite ziehen die Deutschen, die sagen, die Zinsen müssen hoch, weil bei uns steigt die Inflation. Wir werden hier alle enteignet auf der Inflation. Und auf der anderen Seite haben Sie die Italiener, die sagen, nein, die Zinsen dürfen nicht steigen, unser Bankensystem ist marode, wir brauchen eigentlich ein bisschen mehr Inflation, weil wir damit das nominelle Wachstum nach oben bekommen. Also das ist relativ schwierig und meine persönliche Meinung ist, die Europäische Zentralbank muss sich nach den Schwächeren richten und dementsprechend kann man sich durchaus vorstellen, dass wir viele Diskussionen, die wir auch im Kalenderjahr 2011 schon mal hatten, dass die wieder neu aufpoppen. Dazu die offensichtliche Lage in Griechenland, was natürlich nie in der Lage sein wird, das entsprechend so zu bedienen, wie das kommuniziert wurde. Und das alles in einem wichtigen Wahljahr, wo die Stimmung ja durchaus schon aufgeheizt ist aufgrund der ungelösten Thematik, wie innerhalb der Europäischen Union mit dem Thema Flüchtlinge umzugehen ist. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wir auf der politischen Seite mehr Druck bekommen und dieser Druck dazu führt, dass die Notenbank offensiver sein muss, als sie es vielleicht selbst tun würde aufgrund der wirtschaftlichen Daten. Und das könnte eben dementsprechend wiederum zu Inflation führen. Das könnte natürlich auch den Euro entsprechend treffen. Und das merken wir natürlich alle, weil wenn Sie Rohstoffpreise haben, die konstant sind und der Euro wertet ab, dann müssen wir mehr für Rohstoffe bezahlen. Dann wird es energietechnisch teurer, das treibt ja auch wieder die Inflationsrate. Also diese ganzen Effekte, die könnten wir dann wieder haben. Wir würden vielleicht in Deutschland höhere Löhne fordern, was auch Sinn macht bei einer höheren Inflation. Aber wenn die Löhne ja quasi gleichzeitig in Italien niedriger bleiben, dann verliert Deutschland wieder an Wettbewerbsfähigkeit und das ist ja auch ein Punkt, der relativ schwer auszutarieren ist. Also von daher, wie gesagt, eines der wichtigsten Themen, glaube ich, für 2017 wird eben genau dieser Sachverhalt sein, weil diese steigende Inflationsrate zu größeren Diskussionen führen wird. Heißt aus der Perspektive eines Anlegers, der in Deutschland wohnt, und das gilt ja für die meisten von Ihnen, ein paar Österreicher und Schweizer haben wir ja, glaube ich, immer dabei, aber das Groß der Teilnehmer und unserer Kunden wohnt ja doch in Deutschland. Man wird sich um das Thema Inflationsschutz und Strukturierung seiner Vermögenswerte am Ende des Tages selbst kümmern müssen. Man hat das ja in der Notenbank klar formuliert. Die Notenbank ist nicht dafür zuständig, dass der Anleger eine real positive Rendite generiert. Aber das hat auch die Deutsche Bundesbank über lange Zeiträume nicht geschafft. Auch da waren die realen Renditen nach Inflation sehr niedrig, respektive auch über lange Zeiträume negativ. Denken Sie mal an die 70er Jahre. Also von daher,
Man kann nicht pauschal sagen, dass die EZB alles falsch macht und die Bundesbank hat alles richtig gemacht. Es sind einfach unterschiedliche Institutionen, die für unterschiedlich strukturierte Wirtschaftsräume hier aktiv sind und dementsprechend kommt man vielleicht selbst mit ähnlichen Gedankenansätzen eben zu unterschiedlichen Ergebnissen. Wir müssen eben schauen, dass wir das Beste daraus machen. Frage, schaut man dann besser auf den deutschen Aktienmarkt oder lieber den italienischen? Also das ist natürlich ein Punkt, den man sich anschauen muss. Grundsätzlich von den Bewertungen her, wenn Sie sich die langfristigen Bewertungen anschauen, das sogenannte zyklusgeglättete Kurs-Gewinn-Verhältnis. Dort nehmen Sie die realen Gewinne der vergangenen 10 Jahre, also die Gewinne der letzten 10 Jahre, die um die Inflation bereinigt sind und setzen die in Relation zum aktuellen Preisniveau. Dann kriegen Sie eben bei Aktien, dann kriegen Sie das zyklusgeglättete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das sogenannte Schiller-KGV. Wenn Sie das betrachten, muss man ganz klar sagen, der US-Aktienmarkt ist relativ teuer, der europäische Aktienmarkt ist historisch gesehen ein gutes Stück günstiger. Aber wir haben natürlich das Thema, die Risikoprämie, die im europäischen Aktienmarkt drinsteckt, die muss natürlich auch höher sein. Wir wissen noch nicht genau, wie das Thema Brexit sich jetzt genau auswirken wird. Wir wissen ein bisschen mehr, aber am Ende ist seit gestern, aber am Ende hat man natürlich noch keine Details. Und das ist ein relativ langer Zeitraum, über den sich das Ganze hinzieht. Wir haben natürlich die politischen Risiken, die in Europa viel, viel größer sind. Also von daher, wie gesagt, scheint ein Abschlag von Europa gegenüber den USA durchaus gerechtfertigt, weil der Kapitalmarkt in den USA einfach einheitlich und stabiler ist und natürlich die Liquidität dort auch höher ist. Das heißt, im Vergleich jetzt Deutschland oder Italien würde ich letztendlich sagen, ich würde mich in europäischen Value-Titeln momentan positionieren. Das heißt, eher auf die Bewertung zu schauen als jetzt auf eigene Länder. Grundsätzlich sollte man das Länderrisiko aber durchaus auch im Blick haben. Das muss man an dieser Stelle natürlich auch mal sagen, weil natürlich in einer Phase, wo die Investoren verunsichert sind, weil es wieder Diskussionen gibt über populistische Tendenzen, die einen Austritt aus der EU oder dem Euro eines Euro-Peripherielandes stärker thematisieren würden. Das trifft natürlich so eine Börse, so eine Aktienbörse, unabhängig davon, wie die Bewertungen sein sollten. Also von daher, der Ansatz sollte das globale Aktienportfolio sein und in Europa dann eben auch eher diversifiziert. Wie sehen Sie den Goldpreis in 2017 in US-Dollar? Grundsätzlich aus unserer Perspektive Gold, eine physische Komponente an Gold im direkten Zugriff oder auch im Schließfach sicher verwahrt, ist ein strategischer Teil der Vermögensstruktur. Also wenn wir nicht über diesen Teil reden, sondern wir reden wirklich über die Investition über Wertpapiere, weil es einfach darum geht, Preistrends zu antizipieren, dann sind wir momentan für Gold durchaus positiv, weil wir einfach sehen, dass von dem Niveau, wo wir mal waren, bei rund 1900, da sind wir ein ordentliches Stück weg. Und sobald die politischen Querelen wieder nach oben poppen und sobald man feststellt, okay, die Inflation geht vielleicht doch ein Stück nach oben, dann könnte es auch wieder sexy sein, in Gold investiert zu sein. Und momentan sehen Sie auch gerade das Gegenteil. Also von daher, wir haben da keine Prognose für den konkreten Preis, aber wir halten momentan eine Edelmetallquote, die auch Wertpapiere beinhaltet, also über die physische Komponente hinausgeht, durchaus für sinnvoll. Und dann jetzt einfach die Frage, wie bilden Sie es am besten ab? Sie haben verschiedene Instrumente mit einer unterschiedlichen Effizienz, was die Steuer betrifft, aber das ist dann auch wieder individuell absehbar. Euro-US-Dollar, grundsätzlich hier unsere Meinung. Da ist natürlich schon sehr, sehr viel an Vorschusslorbeeren hineingelaufen. Man könnte auch vereinfacht sagen, vielleicht implizieren momentan die verschiedenen Segmente des Kapitalmarktes, dass Trump nur die positiven Dinge umsetzen wird, die negativen aber nicht. Also vielleicht ein bisschen zu viel Euphorie. Von daher, ja, sehe ja, von wem die Frage kommt. Sie begleiten uns ja schon die letzten, ich weiß nicht, 1, 2, 3 Jahre. Wir haben ja lange Zeit eine überdurchschnittliche US-Dollar-Quote präferiert, eben vor dem Hintergrund, dass wir gesagt haben, okay, USA ist stabiler, weniger systemisches Risiko, dazu die Tendenz, dass die Notenbank früher weniger tun wird und früher in der Zinsschraube drehen kann. Momentan muss man sagen, dass natürlich sehr vieles eingepreist. Von daher, wenn man momentan mehr US-Dollar hat, als es strategisch Sinn macht, dann aus unserer Perspektive durchaus sinnvoll, mal die US-Dollar-Quote hier etwas zurückzudrehen.
Weil auch das muss man ja mal festhalten. Typischerweise haben sie ja mehr US-Dollar, als sie auf den ersten Blick sehen. Wenn sie physisches Edelmetall haben, sei es Gold oder Silber, dann wird das in Dollar abgerechnet, dann haben sie da eine Dollarabhängigkeit. Haben sie einen internationalen Aktienfonds oder Indexfonds, der global investiert, haben sie typischerweise 50 bis 60% US-Dollar. Obwohl ja ihr Wertpapier, ihr Investmentfonds oder ihr MSCI World ETF, um einen bekannten Indexfonds zu nennen, obwohl der im Euro notiert als Abrechnungswährung, sind da 60-65% US-Dollar drin. Also von daher aus unserer Perspektive momentan ein guter Zeitraum, sich mal mit der Gesamtwährungsstruktur seines Vermögens, ein Vermögen kann 20.000 Euro sein, ein Vermögen kann 20 Millionen sein, sich mal mit dieser Struktur zu beschäftigen und zu schauen, wie viel Fremdwährungsthematik habe ich im Portfolio, auch inklusive meiner Edelmetallbestände oder vielleicht sonstigen Vermögenswerte, und passt das momentan in die Situation rein und dann vielleicht auch eher mal da hier entsprechend reagieren und auch die Risiken nicht aus dem Gesamtkontext laufen zu lassen. Grundsätzlich auf viele Fragen, die wir aber sehen, gibt es eine Antwort, die ist immer richtig, und das ist letztendlich Risikostreuung. Und mit der Risikostreuung, da tun sich viele schwer, und warum, habe ich Ihnen auch hier mal grafisch mitgebracht. Weil wir haben hier einfach einen Zusammenhang zwischen dem, was sachlich Sinn macht, eben den Grad der Risikostreuung zu erhöhen, und eben dem gefühlten Kontrollverlust. Also sprich, wenn Sie eben, ich mache es mal grafisch, wenn Sie eben in eine Aktie investieren oder in 5 Aktien, dann haben Sie einen sehr, sehr geringen Grad an Risikostreuung. Dann hat das weniger mit Investieren zu tun, sondern das sind tendenziell eher Wetten. Jetzt kaufen Sie sich noch eine Immobilie dazu in der Nachbarschaft, dann, ja, dann ist der Risikostreuungsgrad ein bisschen besser, aber am Ende des Tages ist er auch nicht wirklich hoch, aber Sie haben immer noch ein ganz gutes Kontrollgefühl, weil Sie sind ja um die Ecke, Sie können vorbeifahren und schauen. Und ich glaube, das große Thema ist, dass wir eigentlich einen Diversifikationsgrad erreichen müssen, der viel, viel höher ist. Also der Grad der Risikostreuung, der muss massiv nach rechts verschoben werden. Gleichzeitig haben wir damit das Problem, dass der Kontrollverlust steigt, und das ist für viele Anleger ein Problem. Und dementsprechend, wenn Sie sich fragen, wie geht es politisch weiter, wie geht es im Euro weiter, was ist eigentlich mit der Inflation, dann muss man sagen, die beste Antwort, die Ihnen jemand geben kann, ist die, ja, richten Sie Ihre Vermögensstruktur diversifiziert so aus, dass Sie wirklich ausgewogen sind. Und bei vielen Anlegern ist das Problem, die sind überhaupt nicht ausgewogen, ohne es zu wissen, weil man einfach die gesamte Vermögensstruktur gar nicht sinnvoll analysiert, sondern man verliert sich ein bisschen in Meinungen zu Aktien, zu Edelmetallen oder zu irgendwelchen Währungstendenzen oder zur besten Immobilie. Also hier sinnvoller Vermögensstrukturanalyse, sinnvoll durchführen, finanzielle Risikobereitschaft auf wissenschaftlicher Basis ermitteln, schauen, wo dort die Probleme sind, diese Probleme sinnvoll adressieren in guten Zeiten und dann eine Strategie ausarbeiten, um das zu lösen. Und ich glaube, auch wenn wir uns Ende des Jahres 2017 unterhalten, was die Erfolgsfaktoren waren, dann werden die weniger darin liegen, dass sie die beste Aktie im Markt selektiert haben, sondern die Erfolgsfaktoren liegen typischerweise eben im Anleger selbst. Und das heißt eben nicht prozyklisch zu reagieren, vor allem in einem Jahr, wo wir durchaus noch, wie gesagt, eine Fortsetzung bestehender Trends haben könnten, was das Thema Substanzaktien im Vergleich zu Wachstumsaktien sieht, wo wir wirklich mal eine Trendumkehr sehen könnten, Euro-Dollar, also dass hier vielleicht der Euro mal überraschend 4-5% an Plus generiert gegenüber dem Dollar, obwohl strukturell sich nichts geändert hat. Die brauchen nicht immer eine fundamentale Erklärung für eine Kursbewegung. Und wenn man sich da dann durcheinander bringen lässt, dann wird das natürlich schwieriger. Deswegen, was tun wir für Sie? Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, ja. Und im Gegensatz zu irgendwelchen Börsenbriefen oder Experten, die am Ende des Tages Meinungen abgeben, ich glaube, ein wichtiger Punkt ist immer die Betrachtung der persönlichen Situation, ja. Und das heißt, hier erstmal die finanziellen Ziele eindeutig zu definieren, die überhaupt mal zu beschreiben. Ein zweiter Punkt, der natürlich besonders in einem Umfeld steigender Inflation an Relevanz gewinnt, das ist eben die Differenzierung zwischen der Rücklage. Rücklage heißt, Sie brauchen das Geld in 3 Monaten, um Ihr Dach zu renovieren. Sie brauchen es in einem halben Jahr, weil Sie Erbschaftssteuer bezahlen müssen. Oder Sie haben es einfach für Rücklage für allfällige Dinge des Lebens, von Urlaub bis Arbeitslosigkeit. Da können Sie nichts optimieren. Das muss man ganz klar so sagen, als privater Anleger. Das Beste, was Sie tun können, ist ein Tagesgeldkonto. Im Optimalfall haben Sie da noch keine Verwahr- und Einlagengebühren. Dann ist Ihre Rendite null. Dann kommt die Inflation drauf. Dann haben Sie einen Kaufkraftverlust. Das ist so, und das ist auch für die Rücklage nicht zu ändern, weil
der Fokus der jederzeitigen Verfügbarkeit ohne Schwankungen im Vordergrund steht. Bei der Kapitalanlage wird es dann eben anders. Dort gehen Sie bewusst verschiedene Arten von Risiken ein, um hier langfristig einen Ertrag oberhalb der Inflationsrate zu generieren. Also diese Unterscheidung ist ein ganz wichtiger Punkt und vor allem auch für diejenigen unter Ihnen, die über 50 sind, und das sind ja in Deutschland eben doch überproportional viele, die über entsprechende Vermögenswerte in Rentenansprüchen, in Pensionsvermögen, aber natürlich auch in Vermögenspositionen, in Konto- und Depotfirmen verfügen. Die Differenzierung zwischen einem laufenden Ertrag und dem grundsätzlichen Gewinn, die wird natürlich wichtiger in dem Moment, wo der aktive Anteil Ihres Einkommens geringer wird, weil man eben weniger arbeitet oder auch in den Ruhestand geht. Am Ende des Tages, dann kommt es wirklich auf den laufenden Ertrag an und weniger auf irgendeine Durchschnittsrendite, die Sie über 10 Jahre generieren. Dann Abgleich mit dem aktuellen Kapitalmarktumfeld. Hier muss man sich die aktuellen Renditen anschauen und plausible Zukunftsannahmen treffen. Für Zinsen kann man das auf Basis der aktuellen Zinsstrukturkurve tun. Für den Aktienmarkt auf dem 10-Jahres-Zeitraum eignen sich sehr gut die zyklusgeglätteten Kurs-Gewinn-Verhältnisse für den Aktienmarkt. Und dann muss man eben hier schauen, wie sieht die Strategie aus, um jetzt Geld vom Cash, vom Sparkonto hier sinnvoll in eine Kapitalanlage zu überführen und das im Optimalfall eben mit der finanziellen Risikobereitschaft, die man auf wissenschaftlicher Basis von 25 Fragen relativ gut ermitteln kann, um auch hier mal festzustellen, wo stehe ich da eigentlich. Dann kann man die notwendigen Vermögensklassen auswählen, entsprechende Instrumente. Auch hier eine wichtige Frage. Wo investiere ich aktiv? Also wo suche ich meinen aktiven Fondsmanager? Oder wo wähle ich passive Instrumente, die ich anhand einer Meinung durchaus mal aktiv gewichte? Oder bin ich ganz regelgebunden unterwegs und setze hier passive Instrumente ein? Das muss man mal definieren und schriftlich formulieren, um sich hier, wie gesagt, nicht ständig aufgrund des News Flows, wie es ja neudeutsch heißt, hier ständig durcheinander bringen zu lassen. Dann die Frage, wie setze ich das Ganze kosteneffizient und bankenunabhängig um? Habe ich nur Banken und Lagerstellen in der Schweiz oder in Deutschland? Habe ich noch Möglichkeiten, auf der Ebene der Steuerstundung gegebenenfalls Vorteile zu generieren, auch im der generationenübergreifenden Planung gibt es durchaus natürlich vernünftige Ansätze, das zu tun. Also welche Lagerstellen wähle ich mir dann auch aus? Und das sollte man eben regelmäßig abgleichen. Also so sieht letztendlich dann auch unser Angebot aus. Und ja, abschließend nochmal was zum Schmunzeln, ja. Vor sich zu viel Gedanken machen. Ja, Sie sehen es hier. Der Herr sitzt vorm Fernseher, die Dame sagt, naja, heute sind die Aktien gefallen auf Basis von Nachrichten, von denen eigentlich keiner eine genaue Ahnung hat, warum die Aktien nun deswegen gestiegen oder gefallen sind. Also so sieht es eigentlich ein bisschen aus. Und im Kern sollte es doch eigentlich so sein, ja, vielleicht auch noch die guten Vorsätze für das neue Jahr 2017. Ne? Wo hast du danach gefunden? Ich habe es überall gesucht, habe ich selbst gemacht, eben das Thema Glück. Bei Ihren persönlichen Themen können wir Ihnen nicht helfen, was das Thema Glück, Liebe und Gesundheit betrifft. Wo wir Sie unterstützen können, das sind eben die finanziellen Themen, sodass Sie da eben etwas mehr Ruhe finden und vor allem auch Ihren persönlichen Zeitaufwand doch stark reduzieren können, weil so kompliziert sind in vielen Fällen private Vermögensstrukturen nicht und so aktiv, wie man teilweise als Anleger meint, dass man es ständig bewirtschaften muss, muss man es auch nicht in diesem Sinne. Ja, das ist ein guter Vorsatz. Grundsätzlich Rückfragen und Feedback natürlich gerne wieder per E-Mail, respektive natürlich auch morgen telefonisch. Sprechen Sie uns einfach an. Wie gesagt, im Nachgang halten Sie noch einen kleinen Feedbackbogen. Selbstverständlich die angesprochene Aufzeichnung natürlich auch des Webinars. Wir sind jetzt ein bisschen hier über der Zeit mit rund 53 Minuten, aber ich hoffe, dass Sie ein bisschen was mitnehmen konnten, dass Sie sich auch Lektüre von verschiedenen Zeitschriften und Zeitungen mal ersparen konnten, weil vieles sind halt doch eben Tages- und Wochennews und die sind für einen klassischen Anleger ja nice to know, aber für die Entscheidungsfindung bezüglich seiner persönlichen Kapitalanlage ja nicht wirklich nachhaltig sinnvoll. Wir haben es gesehen, häufig schadet es eigentlich nur der Wertentwicklung. Dazu noch mehr an Zeitaufwand, was man einbringen muss. Und wenn man das auch nochmal einrechnet, was da vielleicht an Lebenszeit verloren geht, macht vielleicht ein sachlich disziplinierter Ansatz da ein bisschen mehr Sinn, als ständig auf die Tagespresse zu schauen. In diesem Sinne, wenn jetzt keine Fragen mehr sind, darf ich mich bei Ihnen allen bedanken. Der nächste Kapitalmarkt wird wie gewohnt im Februar stattfinden, aber grundsätzlich gilt natürlich auch, Fragen und Anregungen, Rückfragen und Feedback gerne an die genannten Kommunikationsdaten. In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Machen Sie es gut. Bis bald. Auf Wiedersehen.